Schere und willkommen zurück zu ist ja auch du heilige Scheiße zu Assassin's Creed Odyssey. Ich muss hier weg. Ach, der ist da unten. Ja, dann ist er noch gechillt. In der letzten Folge haben wir versucht, die Bevölkerung von Athen auf unsere Seite zu ziehen, beziehungsweise eher von Kleons Seite abzuwenden. Ob das funktioniert hat, ich bin mir jetzt nicht so sicher. Also die waren schon sehr on fire. Die waren auf jeden Fall inbrünstig dabei, das hat man definitiv gesehen. Aber, naja, der Ausgang ist jetzt vielleicht noch nicht ganz so sicher. Ja. Das ist halt so das Problem. Da müssen wir halt einfach abwarten. Darf ich hier rein? Achso, es ist kein Sperrgebiet. Ja, dann kann ich hier einfach hin. Cool. Und wir werden jetzt noch mit Aristophanes sprechen und dann mal gucken, was er mir sozusagen hat, ne? Was sein geiler Plan ist. Ich sehe schon kommen, der wird richtig nice. Dir. Okay. Ganz ruhig. Wovon redest du überhaupt? Mein Meisterwerk. Es wird alles verändern. Es amüsiert, erstaunt, stimuliert und klärt das Volk über Kleons Machenschaften auf. Und dafür brauche ich deine Hilfe. Ich bin weder Künstlerin noch Poetin, Aristophanes. Bei den Göttern, nein. Aber Thespis, mein bester Mann, wird vermisst. Ohne ihn ist mein Meisterwerk nur ein Stück. Woher willst du das wissen? Er verpasst niemals eine Probe, außer er ist betrunken oder bei einer Frau oder einem Mann. Könnte Zufall sein, oder? Nein, er weiß, wie wichtig das ist. Er lässt mich nicht hängen. Da stimmt etwas nicht. Besorgt ihr einen anderen Schauspieler? Oh nein, nein. Thespis lockt immer ein großes Publikum zu seinen Vorstellungen. Je mehr Menschen meine bissige Karikatur des Kleon mitbekommen, desto besser. Na gut. Wo würde ich ihn finden? Thespis entfernt sich nur selten weit von zu Hause. Fang doch am besten dort an. Das dauert nicht lange. Bereite alles vor. Ich komme zurück, sobald ich ihn gefunden habe. Na dann. Kann ich hier auch raus? Da. Ey, warum kommst du her? Geh mal weg. Du darfst hier nicht in das Sperrgebiet, du Arsch. Kann ich da eine Schnellreise hinmachen? Ja, nun, theoretisch könnte ich das tatsächlich. Aber wir lassen es mal. Ich glaube, das lohnt sich nicht wirklich. Okay. Kletter ich hier auf den Berg? Ja, das mache ich. Weil irgendwann ist der Berg auch zu Ende, dann kann ich wieder runter. Bin ich ja mal gespannt, was mit dem Boy los ist, ne? Ob der besoffen ist, vielleicht. Oh, er könnte natürlich auch eingeschüchtert worden sein. Verprügelt gar, man weiß es nicht. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Also wir werden es bald wissen, denn wir werden es schon herausfinden, was mit dem guten Thespis passiert ist. Ich bin gespannt. Damit all das nicht umsonst gewesen ist. Ich muss mich verstecken. Oh. Das wäre natürlich blöd, wenn wir jetzt da hinkommen und er ist nicht mehr da und dann, tja, Pech gehabt. Kein Stück. Aber ärgerlich. Ein bisschen zumindest. Ja, nee, da wollte ich eigentlich gar nicht rauf, aber ist cool. So. Das muss Thespis Haus Zack. Sein. Dann wollen wir doch mal gucken, ob der gute Thespis da ist oder nicht. Ich bin gespannt. Oh, oder er könnte natürlich auch tot sein. Das wäre natürlich jetzt auch eine etwas radikale und endgültige Errungenschaft. Naja, wir werden sehen. Du siehst nicht aus wie ein Schauspieler. Außer du spielst eine Stadtwache. Ich... Schweig. Ich werde dir ein paar Fragen stellen und du wirst sie beantworten. Aber Befehlshaber Rexenor... Wie heißt du? Bulis. Nun, Bulis. Es liegt an dir, ob du hier lebend rauskommst. Hast du verstanden? Ja. Raus damit. Wonach hast du gesucht?
Irgendein Stück? Mir sagt doch eh keiner was. Ein Stück? Ich tue nur, was man mir sagt. Und sie sagten, vernichte das Manuskript. Was hast du mit Tespis gemacht? Ein paar der Jungs sollten ihn in der Taverne die Straße runter betrunken machen. Du solltest mir besser nichts verschweigen. Ich weiß nur, dass sie den Typen beschäftigen soll. Sieh doch selbst nach in der Taverne. Und das war alles? Ich befolge doch nur meine Befehle. Ich stelle keine Fragen. Tut mir leid, aber ich kann dich nicht am Leben lassen. Hätten wir doch direkt töten können. Warum? Naja. Hätte gar nicht erst aufstehen dürfen, der Typ. Meiner Meinung nach, sie hätte direkt Kehle durch, zack, boom, fertig. Okay. Kann man machen. So. Hier ist also die Taverne. Naja. Ich glaube, er hatte genug. Und was geht dich das an, Mädchen? Ja, was geht dich das? Oh, sieh mal an. Du solltest jetzt gehen. Sein Arbeitgeber schickt mich. Aristophanes. Und? Er ist nicht auf Arbeit. Ja, nicht auf Arbeit. Aber ich mag ihn. Aristophanes, lustiger Kerl. Heftige Ansichten. Geradezu gefährlich. Ja, das sind sie. Ich brauche ihn nüchtern und ausgeruht. Ich glaube, du verstehst nicht richtig. Befehlshaber Rexenor hat befohlen, dass er hier bleibt. Mhm. Ich sag, ich bleibe. Ich will keinen Ärger. Ach, kommt schon. Geht woanders spielen. Das wirst du bereuen. Verschwinde. Dem Geruch nach wisst ihr ja, wo die Ziegenställe sind. Ihr werdet bestimmt schon vermisst. Ach, guck mal. Ach stimmt, guck mal, cool, ne? Alter, der Speer ist schon krass. Wo ist denn der hin? Ach, der ist tot. Huch. Ach, guck mal, das geht sogar mit dem Speer. Nur leider treffe ich ihn nicht. Das ist natürlich ärgerlich. Achso, wir haben gar keine. Okay. Oh Mann. So. Dann kommt da jetzt noch einer. Ich muss weg. So, weil ich glaube, ohne den getötet zu haben, hätte ich nicht weitergekonnt. Ach, Kacke, hätte ich gar nicht runtergebraucht, ne? Ach, naja. Oh, Scheiße. Nein, nein. Hat sich nichts bewegt. Geh weg. Mann, geh doch weg. Boah, Alter, jetzt läuft ja auch noch den Weg. Ich raste aus, ne?
Ich kann ihn jetzt schlecht überholen. Scheiße. Du trägst eine Maske. Du bist vollkommen sicher, hat er gesagt. Du bist so stark. Ja, okay, läuft hier ein Bär rum. Hey, warum nicht? Und weg. Schauspieler oder Säufer? Die Narren, ich bin beides. So. Leon bringt uns um. Es ist mehr Anklage als Satire. Ah, hier auf den Boden gelegt. Danke, aber weiter darfst du nicht gehen. Okay. Ich kenne wahre Liebe. Ich will nur, dass du morgen auftreten kannst. Natürlich. Und ich will nur meine Muse, meine Liebe. Ich trete nicht auf ohne sie. Du wirst auftreten. Nicht ohne Ekaterin. Ein göttlicher Name. Für ein göttliches Gestell. Ich meine, Geschöpf. Diese Männer in der Taverne, wer waren die? Oh, die Bewunderer? Harmlos, ehrlich. Und ich mag Männer in Uniform. Du musst jetzt ausnüchtern. Das Stück ist sehr wichtig. Ekaterin auch. Ohne meine Muse geht es nicht. Bitte! Sie ist westlich von hier im Haus der Aphrodite. Wenn das heißt, dass du dann auftrittst, finde ich deine Muse. Dann werde ich... Okay. Ob es richtig war, Kefalenia zu verlassen. Ach, wahrscheinlich eher nicht. Was? Brüste? War ja nichts dagegen. Gut, machen wir das auch noch? Nicht ohne meine Muse. Hm. Oh, guck mal, da ist einer. Oh, guck mal, da ist einer. Ich darf mich hier nicht erwischen. Der ist sogar relativ nah dran, der Typ. Problematisch ist natürlich, dass hier sehr viel abgeht. Ja. Deswegen ignoriere ich den jetzt mal eben. Also viele Wachen um ihn herum und... Ach, da muss ich zu viel kaputt machen. Da ist jetzt kein Bock drauf. Zu viel Gekämpfe. Ist nicht gut. So. Oh, ich hoffe, die geht da einfach nur mit und ich muss dann nichts machen für die. Aber ich befürchte doch... Hallo. Muse. Nicht wirklich mein Typ. Zu viele Muskeln. Aber wenn du die Drachmen hast, werde ich mich damit arrangieren können. Thespis sagte, ich finde dich hier. Oh, mein liebster Thespis. Ein Künstler auf so vielen Gebieten. Aber reden wir über uns. Ich hielt dich für Thespis große Liebe. Das eine ist Liebe. Und das hier Geschäft. Also, worauf stehst du? Nein, Thespis will, dass du zu ihm gehst. Er braucht deine Hilfe, um morgen aufzutreten. Thespis liebt es, aufzutreten. Aber diesmal wird er es ohne mich tun müssen. Aber du bist seine Muse. Befehlshaber Rexenor sagte, es würde mich mein Leben kosten, wenn ich mich momentan mit Thespis abgeben würde. Ich höre ziemlich oft von diesem Befehlshaber Rexenor in letzter Zeit. Er ist einer von Cleons Schoßhunden. Einige der Mädchen haben mir von ihm erzählt. Verkleidet sich gern mit einer Robe und Maske. Und er tut gern Leuten weh. Tut mir leid. Mhm. Er leitet die hiesigen Einheiten. Seine Männer sind ständig hier. Er wüsste sofort, wenn ich zu Thespis gehe. Warum sollte der Befehlshaber dir drohen? Es geht um dieses dumme Theaterstück. Sie tun alles, was sie können, um Cleons Ruf zu schützen. Aber dich zu bedrohen? Künstler sind ein abergläubischer Haufen.
Befehlshaber Rexenor weiß, dass Thespis nicht auftritt, wenn seine Muse nicht auf ihn wartet. Mhm. Keine Sorge. Ich kümmere mich um diesen Befehlshaber. Du verstehst nicht, was für ein Hund er ist. Er ist mehr als nur irgendein Athena-Soldat. Hm. Was meinst du? Geheime Treffen, komischer Besuch. Er ist einfach gruselig. Du musst ihn töten. Es gibt keine andere Möglichkeit. Wenn ich es tue, gehst du dann zu Thespis? Es wäre mir ein Vergnügen. Wo finde ich den Befehlshaber? Auf der anderen Straßenseite Richtung Norden. Die Mädchen müssen ihn dort besuchen, wenn er Gesellschaft wünscht. Hat wohl nicht genug Ausdauer, um herzukommen. Kannst du ihn beschreiben? Er trägt einen dieser großen, dummen Helme. Damit kompensiert er andere Dinge. Keine Sorge, ich kümmere mich um ihn. Bring mir sein kleines Schwert als Beweis. Ich bin bald zurück. Niemand sollte sich glücklich schätzen, egal. Bevor er stirbt. Das kann doch aber von jedem sein. Oder nicht? Wo ist er denn jetzt? Ist er das? Nee. Ach, er hier ist das, oder was? Ja. Eigentlich kann ich alle, also naja, alle nicht, aber einige töten, ne? So ist das nicht, also. Hier den ganzen Zweig könnte ich auslöschen. Für Athen, eieiei, auf Achaia. Mhm. Taucht er anscheinend auf. Ihn verfolge ich ja gerade. Ihn könnte ich verfolgen. Theoretisch noch. Aber wir machen das jetzt so und ist gut. Ich habe ihn ja schon gefunden. Das sollte er zumindest sein. Wird ein bisschen schwierig, sag ich mal. Ne? Also ganz einfach wird es nicht. Dass auch immer noch Leute drumherum stehen, ne? Ist so nervig. Vorsichtig. Niemand darf mich sehen. Okay, warte mal kurz. Habe ich noch Pfeile? Ich versuche den jetzt... Es wird nicht funktionieren, ihn mit einem Schlag zu töten. Aber ich kann mein Bestes probieren. Hä? Hat er toll funktioniert, ey. Warum habe ich keine Fall? Ach, das war der falsche Fall. Okay, jetzt habe ich ein Problem. Hier sind ganz schön viele Leute drauf, ne? Er ist aber gleich down. Das ist schon mal ganz geil. Oh, ich hab gar nichts mehr. Uiuiui. Oh Gott! Wo ist er denn? Hä? Hat er sich geheilt, der Penner? Ach, leck mich am Arsch, ich wollte mich doch gerade heilen, ey. Oi, lass mich doch heilen. Das ist das Doof, wenn du die falschen Pfeile auswählst. Hätte auch nicht geklappt, also töten mit einem Schlag funktioniert nicht. Ach ja. Dafür sind die halt zu stark. Die Boys. Die Boys und Girls, ne? Ohne Zweifel.
Teufel steht dieser Rexenor mit dem Kult des Kosmos in Verbindung? So, wir nehmen jetzt schon mal die richtigen Pfeile. Wird mir nochmal welche machen. So. Die möchte ich gern ausgebildet haben. Dankeschön. Habe ich die jetzt ausgewählt? Ja. Sehr gut. So, einmal bitte alle sehen, die hier sind. Sehr toll. Okay. Boah, Alter, nee. Schnell weg hier. Als ob. Oh, falsche Richtung, scheiße. Na gut. Dann muss das eben sein. Alter. Ach, jetzt komme ich hier schon wieder nicht raus. Lololol, ey. Ich hab mich doch gerade geheilt, Alter. Ey, diese Typen, warum laufen die überall rum, diese Schlampenpisser, ey? Was auch immer das für eine Beleidigung ist, ich habe keine Ahnung, aber das sind sie. So, jetzt ist komischerweise keiner da. Boah, lass mich wieder alle einmal markieren hier. Lol. Daneben geschossen. Scheiße, jetzt muss ich mir was überlegen. Ah. Okay, ich habe noch einen Versuch. Mann, ich brenne. Ja, sehr in die Unterwelt, Junge. Oh, ich bin gleich wieder tot, Mann, das gibt's ja nicht. Das gibt's nicht. Alter, die sind so nervig, die Typen, ne? So mega nervig. Oh. Habe ich eigentlich auch gar keinen Bock, aber ich muss den ja töten, sonst geht's nicht weiter. Das Gebiet wird sicher gut verteidigt. Ach, scheiße. Warte kurz, so. Muss halt nur wissen, wo der ist, ne? Nee, das hier will ich haben, genau. Alter, von wegen geht der durch, aber nicht überall, ne?
Jetzt muss ich im Grunde nur mal kurz warten. Oh, jetzt kommt da einer angeschissen. Natürlich kommt der angeschissen. Als ob der das weiß mit seinem Detektor. So, oh, da ist was. Das Schöne ist, jetzt kommt der kleine Fixer hier hoch, Alter, das ist doch ein schlechter Scherz, Mann. Alter. Ich meine, das ist natürlich an und für sich richtig geil, weil ja, die wissen nicht, wo ich bin. Ne? Sind so ein bisschen verwirrt jetzt. Und ich versemmel einfach die ganze Zeit. Das ist schön. Also zwei Schüsse verkackt, aber... Obwohl, einen hätte ich ja locker treffen müssen. Und da kommt der auch noch. Kommt noch einer, natürlich. Na, kommt der gleich hier runter bestimmt, ne? Ja. Ja, ein Schuss noch. Ein Schuss und dann ist vorbei. Dann muss ich halt nur nochmal sein kleines Schwert abschneiden. Der rennt da rum, als ob er genau weiß, wo er hin muss, ne? Und ich befürchte, er weiß es auch. Da, tot. Schön. Das einzige Problem ist jetzt nur, dass der da weg müsste. Oder aber... Ich töte ihn auch. Ist auch okay. So. Tod bestätigen. Gib mir mal dein kleines Schwert. Brauchst du jetzt nicht mehr. Die Welt ist ohne dich besser dran. Und tschüss. Endlich, ey. Meine Fresse. Ganz ehrlich, guck mal, der rennt da rum. Der weiß 100 pro, wo er hin muss, ne? Jetzt hat er es leider vergessen. Naja. Nun, so ist das. Mal so eine ganz doofe Frage. Ne? Ich kann wahrscheinlich nicht so weit schießen, aber den müsste ich ja dann auch töten können. Das ist schon geil. Zu töten, ohne gesehen zu werden, so aus 80.000 Jahren Vergangenheit und so. Ist nicht schlecht. So, hier hast du seinen kleinen Speer, bitteschön. Viel Spaß damit. Der erste Dildo. Ist das Beweis genug für seinen Tod? Ich hätte auch einfach ein Schwert nachmachen können, ganz ehrlich. Nicht das Schwert, das ich meinte. Aber solange er tot ist. Mein Teil ist erfüllt. Sorge dafür, dass Tespis rechtzeitig zur Vorstellung im Theater ist. Du bist verspannt. Komm her und leg dich hin. Wir haben Zeit für etwas Spaß. Oder geht es dir immer nur ums Geschäft? Ist es bei dir? Dann hast du also doch Blut in den Adern. Und es tost. Doch was ist mit Tespis? Tespis ist Schauspiel. Die Hälfte der Mädchen hier sind irgendwann schon seine Musen gewesen. Ja, hey, man kann jetzt auch nicht, also, ne? Ist ja nicht alles meine Schuld und, naja, überhaupt, ne? Die lodernden Flammen der Liebe kann man nichts gegen tun. Oder so. Sollten wir uns aber langsam um Tespis und Aristophanes' Stück kümmern. Man sollte keine Chancen auslassen. Wir hoffen, damit etwas zu verändern, zum Besseren. Ich sehe noch mehr in deinen Augen, aber wir haben alle unsere kleinen Geheimnisse. Es reicht, wenn du weißt, dass ich vorhabe, Männer wie Befehlshaber Rexenor und Kleon aufzuhalten.
Oh, jetzt muss ich wieder zum Arsch der Welt. Aber da ist eine Schnellreise, glaube ich, nicht doof, oder? Mal kurz gucken. Ja, da ist die Schnellreise vielleicht angebracht. Anstatt 700 Meter noch vielleicht 200 oder 300. Macht schon was aus. Huiuiui. Einige Aktionen können durch zweimal gesamte meine Taste ausgelöst werden. In den Steuerungen lässt sich das zweimal gesamte einrichten. Alles klar. Dann einen Pfeilseife oder Speerwürfe auf, indem du R2 oder L2 plus R1 gedrückt hältst. Mache ich manchmal. Glaube ich. Weiß nicht. Ja. Um mich lang? Da. Nicht jetzt, ist noch 200 Meter. Au. Ey, die können aufpassen, wie sie wollen. Ist mir eigentlich egal. Hallo. Halli, hallo. Wie geht es euch? Tschüss. Mein Gott, ey. Was, die voll unentspannt, die Dudes, ne? Ich will doch gar nichts von denen. Wenn nur mal kurz passieren, ey. Kann nicht so schlimm sein. So. Zack. Die ganze Show schon vorbei. Ich hoffe, wir dürfen das Stück jetzt auch sehen. Wäre total super. Läuft. Es geht ihm gut. Und er tritt in deinem Stück morgen auf. Oh, den Göttern sei Dank. Ich weiß, wie Schauspieler sein können. Das Leben in Athen ist mir zu kompliziert. Ich wäre lieber unter Bauern, als hier im Theater zu arbeiten. Nun, es ist nicht für jedermann, aber es ist ein schönes Leben. Hier, für deinen Aufwand. Das Volk mag das Herz von Athen sein, doch mein Stück ist seine Stimme. Okay. Oh, es geht los. Psst. Des Jubels für alle, wenn Kleon fällt, der Verhasste. Und ihr wisst auch, dass er ein Schwein zum Lehrmeister hatte. Welch Frechheit! Weil ich just den Antrag stellen wollte, ein Denkmal in der Stadt euch zu errichten. Wegen eurer Tapferkeit. Wie er uns, alten Herren gleich, scharwenzelt und umschleicht, uns zu täuschen. Doch diesmal soll die Hinterlist sich bücken und an unserem Fuße abprallen. Oh, Verschwörung, Mord, sie prügeln mich. Mensch. Hui. Das war ein atemberaubendes Stück, Junge. Aber Kleon hat es immerhin nicht gefallen. Der ist schon ganz gut. Die Ritter. Schwupps. Und ich würde sagen, wir kehren zu Sokrates zurück. In der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch. Schere. Was a prank. Wir sind noch gar nicht zu Ende. Ich werde jetzt nochmal kurz zu Sokrates gehen, weil ich weiß nicht genau, was das ist. Aber ich glaube, das wird nur ein kleines Gespräch sein. Oder vielleicht auch was Größeres, dann werde ich einfach cutten. Schauen wir mal. Ich weiß nämlich, die Ritter, was da oben steht, ist die letzte Quest aus Kapitel 8. Und danach beginnt Kapitel 9 sozusagen das Ende, der Epilog. Da gibt es auch nochmal ein paar Missionen, die man machen muss. Ich glaube 3, 4, irgendwie so. Und dann ist Assassin's Creed Odyssey durchgespielt. Werde ich eventuell an einem Stück aufnehmen und dann einfach mal sagen, gut, wir sind an einem Ende angekommen. Ich cutte einfach. Mal gucken, ich weiß es noch nicht. Ja, wir schauen. Ne? Mal überlassen. Überlassen, genau. Überlassen lassen. Überraschen lassen, meine ich. Wo ist denn der Sokrates? Der ist da wieder drin, der Bursche. Na gut. Wir klettern wieder rein. So wie es sich halt gehört, ne? Hopp, hopp und hopp. Hallo, wie geht es euch? Also, was jetzt? Das Stück war ein großer Erfolg, wie ich es geahnt hatte.
Und zusammen mit dem Beweis, den du auf der Pnyx vorgelegt hast, hat Cleon viel von seiner Popularität verloren. Nun will er nach Amphipolis, um sich zu rehabilitieren. Cassandra, Brasidas hat mich geschickt. Er lebt und ist wohlauf. Wo ist er jetzt? Amphipolis. Sie bereiten sich auf die Schlacht vor. Wenn du ihn vor mir erreichst, sag ihm, ich bin auf dem Weg. Also, was wirst du jetzt tun? Brasidas braucht meine Hilfe. Und ich werde ihm beistehen. Doch sollte ich Cleon begegnen, werde ich nicht zögern, ihn zu töten. Was immer du entscheidest, vergiss nicht, er ist nur ein Mensch. Ich kann nichts versprechen. Gute Reise. Schauen wir mal. So, jetzt sind wir aber am Ende angekommen. Deswegen sage ich jetzt Schere, bis zum nächsten Mal. Haut rein oder so.